Servus, hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Ihr seht, hier stehen die weißen Fallenopse, solche Ideen und die Gießkanne. Und ihr könnt euch schon denken, um was es geht, um das Update beim Thema. 12 weiße Orchideen werden für 6 Wochen nicht gegossen. Im letzten Video haben wir ja gesagt, eine Woche ist eigentlich jetzt nicht so die Referenzmarke, wo man sagen kann, okay, nach einer Woche ist jetzt schon so viel passiert, da muss man Panik bekommen und man muss sie unbedingt gießen. Das ist eigentlich nicht so. Ihr wisst ja, wir waren 2 Wochen auf Kreta und dann ging es noch 2, 3 Tage, bis ich die Orchideen dann gegossen habe, beziehungsweise gießen musste. Weil ab diesem Zeitpunkt, habe ich ja gesagt, werde ich die Pflanzen nicht mehr gießen für 6 Wochen. Und dann, diese 2 Wochen Kreta haben den Orchideen ja auch nichts ausgemacht. Also haben wir gesagt, wir machen noch eine Woche zusätzlich. Jetzt ist es allerdings 2 Wochen später und wir gucken jetzt einfach mal, wie sich die Pflanzen entwickelt haben. Das Video soll jetzt nicht so lang gehen. Ich nehme einfach bloß Pflanzen, wo ich jetzt auf den ersten Blick irgendwas sehe, wo ich jetzt einfach mal reininterpretiere. Das könnte vielleicht schon daran liegen, weil es momentan heiß und warm ist und 2 Wochen vielleicht zu lang sind, bis man wartet. Oder zu lang sind, damit irgendwelche Schäden entstehen. Die Pflanze, da sieht man jetzt rein äußerlich nichts. Ja, also die Blüten schauen auf den ersten Blick auch noch gut aus. Jetzt so langsam sieht man allerdings, dass, ich mache mal das Schildchen weg, dass es hier im Topf sehr, sehr trocken wird. Ja, das heißt, wenn ich sie jetzt hier oben halten würde, ein bisschen schütteln, dann würde der Topf abfallen. Das heißt, dadurch, dass jetzt keine oder kaum mehr Feuchtigkeit enthalten ist, ist das Ganze hier so locker strukturiert, dass es einfach rausfallen würde. Und wir sehen auch, dass die ersten Wurzeln richtig schön trocken werden. Das kann aber natürlich auch der Wurzelanteil sein, der ohnehin schon beim nächsten Umtopfen einfach entfernt worden wäre. Da die Pflanze jetzt aber wirklich noch gut ausschaut und noch nicht so gravierende Mängel hat, werde ich die jetzt noch nicht dafür nutzen, dass sie praktisch aussortiert wird. Nehmen wir mal die nächste. Die schaut schon ein bisschen gravierend aus. Warte mal, dass ich das nicht durcheinander bringe und euch dann 10-mal die gleiche zeige, stelle ich die hier rüber. Hier sehen wir, die macht jetzt schon die ersten trockenen Blüten. Das heißt, die hat wirklich jetzt schon zu leiden. Ja, das heißt, richtig viele Blüten, die jetzt immer schlapper werden. Jetzt gucken wir mal hier in den Topf rein. Ja, eindeutig. Also wir sehen richtig silbrige Wurzeln. Die ist richtig trocken. Das Substrat ist auch komplett durchgetrocknet. Und bei dieser Orchidee, also auch wenn ihr zu Hause an der Fensterbank schaut und reinguckt und sagt, sollte ich gießen, sollte ich nicht gießen, obwohl die Blätter weitestgehend in Ordnung sind, werden die Blüten richtig schlapp. Und das Interessante ist, das passt jetzt gar an sich richtig super zum Thema. Ich habe auf Facebook heute Morgen oder gestern gesehen, da hat jemand eine Orchidee gezeigt, auch so ähnlich, den Topf, ob diese Orchidee noch zu retten ist, weil die hat auch schon alle Blüten abgeschmissen. Die Wurzeln sahen so ähnlich aus wie bei dieser hier. Dass eine Orchidee verblüht, kann natürlich auch einfach da oder schneller verblüht, kann natürlich auch einfach daran liegen, dass die Pflanze nicht gegossen worden ist, weil diese ganze Energie, dieser ganze Wasserdruck, der da aufgebaut wird, dass die Blüten richtig schön offen sind und hier nicht diese typischen Strukturen darstellen. Ich mache mal ab, weil letztendlich ist sie ja eh verblüht. Würde ja gar nicht auftreten, wenn die Blüte richtig unter Druck stehen würde. Das heißt, diese ganzen Adern würden gar nicht so hervortreten. Das kennt ihr auch, das guter Vergleich. Ihr kennt das ja auch bei Menschen, die so richtig durchtrainiert sind, wo der Körperfettanteil sehr, sehr gering ist. Dann kommen ja auch die Adern so richtig zum Vorschein. Und so ähnlich ist das hier. Nur, dass dann hier bei der Orchideenblüte das, was bei uns die Auffüllung in Form von Fett ist, ist bei der Orchidee eben der Wasserdruck. So. Ich hoffe, jetzt habt ihr es verstanden. Das heißt, wenn ihr bei euch die Adern sehen wollt, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Diese Orchidee selektiere ich jetzt aus. Hier ist auch ein Blatt, was gelb wird und abstirbt. Bedeutet, das hier auch, das mache ich jetzt weg. Die wird gegossen, definitiv. Ich will ja nicht, dass sie kaputt geht. Dazu muss man sagen, die Blüten werden dann zwar entsprechend
wieder ein wenig mehr Wasserdruck bekommen. Ja, aber sie werden jetzt vielleicht ein, zwei Tage länger an der Pflanze sein, aber deswegen jetzt nicht davon abgehalten werden, dass sie abgestoßen werden, weil die Pflanze ist ja jetzt im Überlebensmodus. Und genau, ich habe gesagt, ich habe es nicht gesagt, aber ich habe den Stift bereit liegen, der jetzt hier fast durch den Tisch gefallen wäre. Ich muss die Pflanze ja auch kennzeichnen. So, da fehlt jetzt das Etikett. Ich klaue mir jetzt einfach hier das Etikett. Heute haben wir den 3.7. Das heißt, das ist die erste, die ich aussortiert habe. Ich mache hier auch gleich die erste. Und dann haben wir hier 2 Wochen, dass das auch alles gekennzeichnet ist. Und das mache ich jetzt in den Topf rein. Dann können wir am Ende nämlich nach den 6, 7 Wochen schauen, wie haben die Pflanzen sich dann erholt und haben sie sich überhaupt erholt. Jetzt gucken wir die nächste, die ich jetzt nehmen würde. Also die hier schaut auch noch gut aus. Da sind die Wurzeln allerdings auch schon echt komplett weiß. Das wird jetzt auch in den anderen Töpfen soweit alles sein. Und hier ist die nächste, die macht ein gelbes Blatt. Das heißt, die hat schon erste Anzeichen, dass sie vermutlich einfach so trocken ist. Aber schaut mal hier hin, wir haben hier richtig noch grüne Wurzeln. Nehmen wir mal eine Vergleichspflanze. Wenn wir das jetzt vergleichen, dann ist die hier deutlich trockener als die hier. Das heißt, die hier wird noch nicht gegossen, definitiv noch nicht. Und damit das ganze Video nicht zu lange dauert, also die restlichen Orchideen schauen jetzt alle ziemlich gleich aus vom Zustand wie diese Orchidee. Deswegen wird das hier vermutlich die nächste sein. Oh, wobei hier schaut, da ist Moos drin. Hier schaut es auch noch ein bisschen feucht aus. Bedeutet, wir gucken mal, ob wir noch eine finden, die so richtig trocken ist. Ja, die hier. Die hier ist die nächste, die ich herausnehme aus dem Ganzen. Ihr seht hier richtig trockene, weiße, helle Wurzeln. Und das ist jetzt die allerhöchste Zeit, dass wir die gießen. Nehme ich einfach den Übertopf, fülle Wasser rein. Wichtig beim Wasser, Zimmertemperatur, handwarm. Also euch sollte es nicht zu kalt und nicht zu heiß sein vom Gefühl her. Und dann stellt ihr die Orchidee jetzt einfach für ein paar Minuten hier rein. Ich habe ja in einem Video schon mal gesagt, es reichen eigentlich 1-2 Minuten. Und bis das Video fertig ist, kann ich das Wasser abgießen, passt das. Das heißt, hier machen wir auch die erste, dann noch 2 Wochen, damit wir das wissen. Wir haben heute den 3.7. Und damit haben wir unsere ersten 2 aussortierten Kandidaten. Die anderen schauen weitestgehend alle gleich aus. Und deswegen sehen wir uns in einer Woche wieder. Wenn ihr weitere Fragen habt zu diesem Thema, schreibt es gerne in die Kommentare. Schaut mal auf der Webseite, da gibt es schon den ersten, nächsten neuen Artikel über die Pflanzen, die ich kürzlich von euch in den Wichmann bekommen habe. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich mache heute noch ein paar und die erscheinen dann über den Rest der Woche. Morgen ist Montag, da habe ich frei, da mache ich noch ein paar Videos. Wird wieder Videos geben, jede Menge Videos. Außerdem noch ein Tipp. Die Kanalmitgliedschaft, da mache ich geheime Projekte, gebe ich dort bekannt, was ich aktuell so mache und zukünftig bringen werde. Solltet ihr mal reinschauen, nutzen. Bis im nächsten Video. Und tschüss.